So, es geht weiter. Leben geht weiter. Ja. Mütze auf? Zu Ofen los, ne? Ich habe auch schon Waschmaschine an und alles. Na. Ich muss immer noch ganz viel Wäsche wegschaffen, bevor die Kinder kommen. Ich habe nämlich die Gunst der Stunde genutzt, weil ich habe jetzt diese Woche eh weniger Wäsche gehabt, weil die Kinder nicht da sind. Mhm. Und deswegen wasche ich gerade diese ganze Babywäsche auch durch, weil ich eh weniger Wäsche habe. Mhm. Und wasche das gerade. Mhm. Und morgen kriege ich aber eine ganze Kiste voll zurück. Ich habe auch nur eins gegessen, mir hat es auch gereicht. Na, komm mal weg. Ein Brioche habe ich gegessen, den kleinen, so ein Brötchen. Und sonst esse ich ja hier immer Tonnen morgens. Manis frisst die Tonnen morgens. Ja, so, fein. Ich weiß nicht, so gut geht es mir nicht gerade. Ich weiß nicht, ob ich morgen frei mache, das weiß ich nicht. Wollte ich eigentlich was Süßes von Tauben erzählen? Und wie wurde ich denn abgelenkt? Von Tauben wolltest du mir erzählen? Ja, da vor der Witzelpumpe, die ist doch immer so eine Pumpe, Wasserpumpe. Mhm. Und gestern saßen da in diesem nicht so schönen Wasser eigentlich, saßen da zwei Tauben und haben gebadet und die waren total klitschnass. Das sah so süß aus. Als man einer so vorbeigelaufen ist, die so angeguckt hat, und haben die richtig erschrocken so geguckt. Ja, und die ganze Zeit. Konnten aber nicht wegfliegen, weil sie ja nicht mehr. Die waren total nass, die waren total, ich weiß nicht, die Federn waren ganz struppig. Das sah aber so süß aus, wie die da in dem Bad gesessen haben. Oh Mann, ey. Und sich gewaschen haben. Voll niedlich. Ja, alle waschen sich. Jeder braucht Wasser. Ja, das stimmt. Schöne Quintessenz. Mann, Mr. Bianchi, der kommt nie abholen. Der will sein Rad nie wieder haben. Ey, gibt's halt das? Das ist ihm wahrscheinlich dann doch zu teuer gewesen. Ja, warum lässt man das? Du hast doch auch Ersatzteile gekauft, oder? Ja. Das ist doch blöd. Hat kaputt das wiederbekommen von der Polizei? Und dann waren ihm doch die 200 Euro oder was zu viele. Einmal alles neu machen. Ja, dann musst du 200 Euro das Teil dann machst. Mhm. Und dann irgendwie, ja, wie viel denn am Ende? Ja, kam ja noch einmal, hat die gefragt. Hat die mir gesagt. Und dann, Na, ich komm später. Was heißt denn später? Später ist eigentlich im Laufe des Tages. Ja. Das ist schon jetzt wie ein Monat her. Bestimmt. Einen Monat bestimmt. Ja, gut, müssen wir durch. Dann habe ich halt einen Bianchi mehr im Laden. Dann muss ich aufbewahren, ein Jahr lang. Oh, das Scheiße. Juten! Morgen. Im Laden. Licht an. Tür. Auf. Licht an und Zeug raus. Was ihr will, lies vor. Kinderschänder spaziert Superman durch Berlin. DFB gibt zu, weil immer Fehlentscheidung. Was? Wartet? Das war gerade, DFB gibt zu, Bayern Fehlentscheidung beim Fußball. Ach so. Zehntausende Berliner sahen gestern Morgen rechtsextreme Schockplakate. Ja. Auf den Stand, geht nach Hause, der Krieg ist vorbei, Syrien braucht euch. Syrien braucht junge Männer und Frauen, die ihr Land nach dem jahrelangen Krieg beim Wiederaufbau unterstützen. Shisha Bar am Meringdamm. Haben sie doch gestern oder vorgestern geschrieben, also die Clans, das haben sie viel zu spät entdeckt, die hätten viel früher rausschmeißen sollen alle. Das fangen sie damit erstmal an. Dann lassen sich das alle nicht gefallen. Daniel Craig macht das letzte Mal mit James Bond. Lkw-Fahrer hat auf dem Seitenstreifen Würstchen gekocht. Pause gemacht einfach.
Also weißt du, das alles gibt es. Mann, ey. Wie schlimm ist das denn? Naja, ich mach mal weiter. Ja, Mensch, ey. Draußen habe ich meinen Tisch stehen mit den 2 Stühlen wieder. Und dann noch ein Körbchen mit so diesen Wandhaken, Leisten, 50er Jahre. Und kommt eine Frau an, oh, ist das Sperrmüll? Kann ich das mitnehmen? Oh, da bin ich ein bisschen beleidigt, denn die mal tatsächlich, wenn die denn so fragen. Ich sage, nee, das ist doch ein Laden. Das sieht man doch, dass das nicht, das ist doch nicht zu verschenken. Also, ach so, naja, ist doch ein Fahrradladen. Ich sage, ja, aber wenn du reinguckst, ist es ja gemischt. Fahrradladen, Altladen, gemischt mit alten, schönen Dingen. Ach so, ja, naja. Ehrlich gesagt, dann bin ich wirklich ein bisschen beleidigt. So ein bisschen, denke ich mal, Mensch, lauf doch mal mit offeneren Augen durch die Welt. Würde ich nie so wahrnehmen, wenn ich am Laden vorbeikomme, wo die Tür offen steht, wo sonst jedes Mal einer draußen sitzt, am Tisch mit 2 Stühlen, so, also nicht gestapelt irgendwie, dass man denkt, das hat einer wirklich so abgestellt, sondern komm da nicht drüber weg, tut mir leid, also ist das Sperrmüll, also naja. Sie weiß jetzt auch Bescheid, ich habe gesagt, bitte nichts mitnehmen, wenn bei mir vom Laden was steht. Sieht das so nach Müll aus da draußen? Ich weiß nicht. Ach so, was ich noch mal sagen wollte, ist, das ist mein kostenloses Öl, was ich habe, was ich hatte. So sieht das aus, wenn ich es reinstelle. Also ich mache immer neue rein. Tatsächlich ist es nicht kostenlos, was ich für mich, was ich darin stelle. Also ich stelle das Kettenfließfett sowohl als auch das Öl, stelle ich zwar kostenfrei bzw. gegen Spende zur Verfügung, bloß also die meisten geben nichts, muss man halt so sagen. Moin! Ja, komm! Kann man als Schrotti so faul sein? Das werde ich nie begreifen. Hub draußen, kommt nicht runter. Ich weiß nicht. Ja, das ist, wenn ich ihn querstelle, ist er halt auch zu lang. Das ist das Problem. Dann ragt er zu weit drin. Ja, für Kommunikation ist der zu lang. Nee, es geht trotzdem. Von Kopf zu Kopf. Aber man ist nicht gewohnt. Mann, du. Ey. Hans war gestern lange da. Ja. Warum? Es ist 22 Uhr fast. Hat er hier gesessen und gequatscht. Ja. Guck mal, habe ich dir mitgebracht. Hast du mir mitgebracht? Ja, kannst du gucken, kannst du kaufen, wenn du willst. Kannst du gucken, kannst du kaufen. Wir alle schnupfen. Was ist das? Von denen habe ich 3000 Stück. Nein. Du musst nur wissen, was ich damit mache. Das ist eine Kopie halt. Ich dachte, vielleicht fällt dir was ein. Ich hab dir mal einen mitgebracht. Kannst du mal aufhängen. 3000 Stück? Wo hast denn die gelagert? Bei mir. Wie viel sind denn das an Masse? Nicht so viel. So hoch, wa? Ja. Aber die finde ich cool. Ja, ist halt eine Kopie. Was macht man da mit Collagen? Aber hier in der Gegend, das passt doch hier zu der Gegend, finde ich. Da hängt man sich doch so was auf. Nur witzig, wenn jetzt, natürlich wird sich nicht jeder jetzt so ein Ding Nachbar an. 3000 Stück, der Markt ist nicht da. Nee, oder? Nee. Du kriegst vielleicht
vielleicht bekommst du 50 Stück verkauft, so. Aber das ist und dann müsste man das schon andere, positiv gerechnet. Und dann müsste man das in eine andere Stadt setzen, ne? Witzig. Wie sie alle grinsen. Voll Brede. Ja, total. Hier, alle haben die Zähne voll und der Einzige, der aus sogenannten höheren, besseren Gesellschaft kommt, hat keine mehr. Die ganzen Naturvölker, alle super, alle geil. Ja, weil die keinen Zucker gefressen haben. Zucker war für die hohen Herrschaften. Das ist ein Verfall der Gesellschaft, ey. Der Afrikaner und der Chinese. Der Indianer und der Peruaner. Und was soll das sein? Und ein Engländer, ein Verkappter oder was? Das ist doch wahrscheinlich irgendein Kolonialist. Kolonialist, genau. Erst aufdrehen. War schon richtig, aber erst das Ventil aufdrehen. Dann drück einmal oben drauf. Ja, jetzt nochmal. Mal ein bisschen noch Pumpkurse geben, ey. Das toll, von Anfang an. Vielleicht deine Hauptbetätigung hier? Ja, könnte ich. Auf alle Fälle. Also 20 Euro pro Kursteilnehmer nimmt, dann ist das gut. Für die 3 Minuten, das ist ein hoher Stundensatz. Ja, na, man muss ja irgendwie muss man es ja mal schaffen. Endlich. Aber meinst du, bist optimistisch, dass die meisten nicht nach 3 Minuten verstanden haben? Was jetzt, die 3 Minuten Investition oder die 3 Minuten, die dir sparst, anstatt dass du dann eine halbe Stunde dran hängst und dir überlegst, oh, dein WWF, ne? Guck mal, wie der schon guckt, ey. Wie der schon guckt wieder. Aber weißt du was? Ich werde mir mal beschweren da. Wegen der Maske oder was? Beim Kasperleverein. Ja, wann hat man dann wieder bestellt? Morgen. Weiß ich gar nicht, wann denn? Steht drauf? War ne? 22 Uhr oder 23 Uhr oder so? Ja, wieso? Weiß nicht. Was hast du? Wie viel denn? Oh Gottes Willen, ey, macht der Betriebsgeheimnis draus. So, mein BBF-Freund. Du solltest mal normalerweise ein Video machen, wie du da oben rumsitzt. Hab ich doch die ganze Zeit. Und nicht hier nur ständig immer irgendwelche Scheiße labern. Ja, Scheiße labern. So, zeig dir. 139 auf dem Kopf. Ich hab keine Zeit. Weil du mir auf den hoffentlich nicht! Weil du mir auf den Sack gehst. Ja. Also bis denn. Schönes Wochenende. Und mach ruhig, Thomas. Ja, ich mach langsam. Ciao. Immer in der Ruhe und dann nochmal ruck. Sind die Kinder eigentlich da? Ja, ich weiß. Zwei sind bei meiner Mutter und die andere ist in der Kita. 10, 15 plus 2. Super, Tommy. Davon 17. gehen 2 gleich mal in die Sparbüchse. Das also habe ich nur 15 Euro und das reicht nicht. Deine Kinder kommen morgen nach Hause. Ja, was soll das heißen? Die haben immer Hunger. Deine Kinder. Genau, dann sind es meine Kinder. Und, wenn es ums Essensgeld geht, sind es meine Kinder. Ja, das ist ja mal verdeutlichen. Verdeutlichen, das ist bei mir so ein negatives Wort. Verdeutlichung. Und, Tommy, ich brauche mal ein bisschen Geld. Für dies, für das. Tommy, ich brauche eine Sonderzahlung. Genau, eine Sonderzahlung. Etwas Haushaltsgeld. Ja, okay, kriegst du, warte, da muss ich an den Sparstrumpf gehen. Mann, was du mich kostest, ey.
Du willst 7 Kinder. Und ihr seid beschert worden, habe ich gehört. Was sind wir? Ja, verletzt, oder? Ja. Bin ich auch. Ja. Wir haben gestern eine Pizza gekriegt und ein Geschenkepaket. Das ist unglaublich. Zu Ostern? Nee, gar nicht. Das war einfach. Einfach so. Einfach so. Tommy hat ein Werkzeug gekriegt, ich habe irgendeinen Tee bekommen und für die Kinder ist noch irgendwas extra eingepackt. Das haben wir noch nicht aufgemacht. Machen die Kids dann? Ja. Cool. Voll süß, oder? Ja. Ja. Die Leute mögen Tommy mit seiner Art. Ja, ist offen und lustig. Das kommt gut an. Er steckt da auch viel Zeit rein. In dieses Projekt, ne? In YouTube. Ja. Wirklich sehr. Ich verstehe das gar nicht, wie der sich dann da abends noch hinsetzen kann und das macht. Ich würde immer denken, ach naja, morgen ist auch noch ein Tag. Weil es ja einfach spät ist und man ja auch irgendwann müde ist. Ja, klar. Ja. Das ist pass auf, da ist ganz viel Staub drin. Vom Staubsauger. Ja, aber es macht ihm auch Spaß, ne? Muss ja so sein. Wenn er dann nach, weiß nicht, dann kommt er nach Hause, dann was kommt er erst so um 10, dann isst er ganz kurz, dann quatschen wir kurz und dann fängt er um 11, halb 12 an zu schneiden und dann nochmal 2-3 Stunden und dann normalerweise muss er ja um 6 aufstehen wegen Anu. Das ist viel Arbeit. Ja, stimmt. Aber ich dachte, nee, sie wird. Pony, ihr fahrt, was Schönes. Ihr fahrt sie immer zu allerdings, ne? Zur Schule. Und abgeholt wird sie. Abgeholt wird sie, ja. Genau. Ja. Das bringen machen die nicht, weil das lohnt sich nicht. Es sind zu wenig Kinder. Die fahren morgens, deswegen machen sie nur das nach Hause bringen. Ja. 1.000 Euro im Monat kriegen sie. Aber ich finde, es hört sich viel an, aber es geht eigentlich. Es sind 90 Euro im Monat. Was ist abgeholt? 1.000 Euro im Monat. Kostet ach so, ne, aber es war ein anderer Schulbus. Wieso denn das? Naja, weil es wie ein Taxiunternehmen dann gelaufen wäre sozusagen. So, der erste Auftrag heute ist der letzte von gestern. Der erste Auftrag heute, da ist es schon nachmittags. Fast abends schon. Der erste Auftrag heute ist der letzte Auftrag gestern. Fett ins Schraubenloch. Ja, mit dem Cats geht's weiter, wenn ich Zeit habe. Ich habe tatsächlich gerade keine Zeit dafür. Und man braucht auch Lust auf sowas denn. Ne? Dann muss wirklich Zeit sein und dann muss ich so Bock haben und so wirklich so frei, dass ich so arbeiten kann. So schön arbeiten kann. Ich weiß nicht, ob man das versteht, aber da braucht man so, das ist so, ja, das ist ja was mir Spaß machen soll. Das möchte ich nicht unter Stress machen, während irgendein Auftrag wartet oder so. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich möchte das machen. Ich will das halt nicht zwischen den Aufträgen machen. So, das wollte ich eigentlich sagen. Sondern soll halt wirklich schön mit Zeit nehmen dafür und. Soll halt schön werden. Willst du auch nicht, was ich sagen will? So. Authentizität in meinen Vlogs. Ja, das ist mir ganz wichtig. Um das mal so zu sagen. Ich bedanke mich auf alle Fälle für die ganzen Glückwünsche zu 1000 Abonnenten. Erstmal. Und freue mich schon auf die Leute, die dann tatsächlich auch kommen. Und die, die nicht kommen, bitte nicht traurig sein. Aber ich muss einfach einen Termin irgendwie wählen. Und kann da nicht groß 3-4 Termine zur Auswahl geben, weil wir sind selber ein bisschen knapp mit der Zeit immer. Mit dem, was uns verbleibt, was frei ist. Und naja, wer am 19. da ist, okay, wer nicht da ist, dem wird es nicht übel genommen. Und meine, der hat auch nichts verpasst, das ist nur eine Kiste Bier.
Und geht ja auch nicht ums Bier. Es geht einfach darum, dass man sich mal. Man trifft einfach mal so, das ist das erste improvisierte. Fällt mir schwer zu sagen, Fan-Treffen. Kann ich gar nicht begreifen, eigentlich im Moment noch, dass es so Leute gibt, die mir Fanpost schicken. Also, das ist echt der Hammer. Ich freue mich total über sowas. Und die Pizza gestern, naja, das führt leibliche Wohl noch Sorgen. Also, das ist wirklich genial. Finde ich genial. Und die kleinen Geschenke, denn ich freue mich schon drauf, denn wenn die Kinder das auspacken, die kommen ja morgen. Einfach genial, wirklich. Richtig, eine richtig tolle Idee. Wir haben schon echt viele Sachen bekommen. Irgendwie so. Ja? Da war mal der. Jetzt habe ich den Namen vergessen, nicht sauer sein. Da war mal der eine Kollege hier von. Der hat mir eine Speicherkarte, hat er mir geschickt. Eine Speicherkarte, 256 GB, das war damals vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr ist das her. Da war das noch richtig Geld, hat die gekostet. 256 GB SD-Speicherkarte oder Micro-SD-Speicherkarte. Hat richtig Geld gekostet, weil ich gerne mal Ärger hatte mit den Speicherkarten. Hat er mir einfach so ein Ding geschickt. Das Ding war teuer, 100 Euro oder was die kostet, ich weiß ja nicht. Nie im Leben hätte ich da. Nie im Leben hätte ich das gefordert, eingefordert in irgendeiner Art und Weise oder damit gerechnet. Das ist irre. Denn die Kathleen, die hat uns eine Lampe geschickt, hat uns Mäuse natürlich geschickt, hat uns. Das war quasi die erste Fanpost auch, hat uns. Hat Marlies ein Mahlset geschickt, also total irre Sachen. Wenn sowas kommt, ich werde es immer mit reinnehmen. Fanpost. Ich werde halt versuchen, das immer mit reinzunehmen, auf alle Fälle. Das ist also meine Absicht. So. Was ist denn das? So fest. Das hatte ich doch hier fest, oder? Na, nebenbei kann ich das nicht machen, ich muss mich drauf konzentrieren. Ja, doch, das war fest. Seht doch mal, wie verklingelt der Tommy ist, oder? Ich muss mich richtig auf eine Sache konzentrieren, sonst kriegt das nicht gebacken. Dabei reden und so, das ist echt schwierig für mich. Ich bin noch ganz schön fertig, irgendwie bin ich die letzten Tage ganz schön gebeutelt, irgendwie gesundheitlich geht es mir sogar nicht so gut. Also weiß ich gar nicht. Aber einen fitten Eindruck. Ich bin total schlapp irgendwie, die Räder sind schwer, fallen mir schwer gerade irgendwie alles anzuheben. Die Haut tut weh, das ist alles nicht so prickelnd irgendwie. Das schlaucht schon ganz schön sowas. Dieser Arbeitsmarathon natürlich und dann das noch alles schneiden und so, das schlaucht ohne Ende. Fordert sein Tribut. Die Kettenradgarnitur wird getauscht, weil hier sich das Blatt, schaut mal, das Blatt hat sich hier gelöst von der Kugel. Jetzt ist er nur verpresst hier. Und die gute Frau hat so einen festen Tritt, dass sie einfach weggetreten hat. Kann man nicht mehr machen. Kommt weg. Ich war noch ein bisschen Fahrradtechnik drauf, haben wir mal hier. Wir hatten ja heute noch ja nichts.
Nee, ich habe hier bloß so eine Karikatur oder so eine Zeichnung, die ist signiert. Ja? Ich weiß es nicht, das ist auch so eine Schwarz-Gelb. Hallo! Aus mal zeigen? Aus so einer Residenz geholt, weißt du die? Aus einer Residenz? Ja, ja. Was für ein Ding? Ein Altersheim. Ja. Ach, klar, ich dachte jetzt schon. An der Treppe. Seniorenresidenzen, also heißen die doch alle. Das kostet, wenn du da Kaffee trinken willst, da kostet 12 Euro. 4 Euro wollt. Da hat jeder seine eigene Schwester, weißt du. Hast du Blut gemessen oder was? Blutzucker gemessen oder was? Was hab ich? Blutzucker gemessen? Am Ohrläppchen oder was? Nein. Ach, du schwitzt? Ich schwitze. Eieiei. Warte mal, ich bring dir das runter, weil ich jetzt kann. Na, ich komm kurz hoch, warte. Ich komm. Du musst ja so polieren. Ich muss. Die hat gerufen, glaube ich auch. Ja, ja. Next. Thorsten ist da. Wollen wir mal fragen, ob er arbeiten will? Du, arbeiten hier? Nein, will er nicht. Das ist faul. So müde. Müde. Was ist das? Schlecht geschlafen. Aber auf Arbeit bei dir? Ja, dann schreibt mir doch mal. Nein. Nein. Nicht kaputt machen. Ja, ich riech. Merkel hat schon ihr eigenes Zeichen immer. Bei den Top-Stundensprache. Ja. Ja, ich gucke. Thorsten war da. Sich wie sie alle ihre eigene, wie alle durch ihre Merkmale denn in der Taubstummen, in der Gebärdensprache quasi verankert werden. Witzig. Weiter zu Mama, du hast dir Bescheid gegeben. Warum denke ich mir die hier?
Was du willst. Was machst du? Ich mach so. Hey, nein, ich mach auch machen. Ja! Großer Flügel, komm das doch aus. Ja. Das wird oft fotografiert. Was wir heute für Ideen haben. So diese Dreckchen. Ja, genau. Ihr schraubt das jetzt ab, ne? Das ist klar. Ja? Gerade schraubt ihr ab. Aha, gut. Von vorne. Du musst die Klappe natürlich umstellen. Es gibt eine Einstellung für Abschrauben und es gibt eine Einstellung für Anschrauben. Ganz genau. Die nächsten. So, ich filme das jetzt, Janze von euch. Das ist nämlich lustig. Das wollen die Leute sehen. Ihr seid nicht fertig. Hier. Guckt euch die Kette an. Wer fährt so? Mann, die machen später. Ich hab richtig gespannt. Ja, muss ich nicht genau. Hallo! Eine gerade Richtung. Wussten diese. Ist gar nicht okay. Ist es gerade aufgesetzt oder hast du schief drauf jetzt? Das ist so, jetzt muss der Verschrauben noch. Sehr gut macht der Mann das. Wunderbar. Ein Ingenieur. Wow. Um die Kette zu spannen, musst du beide Seiten die Achsmuttern lösen und natürlich alles nach hinten ziehen, habe ich ja gesagt. Auf jeden Fall hat er das jetzt verstanden. Und wie geht es das jetzt ab? Ach hier. Was ich mache? Die Achs immer nach hinten ziehen. Ja. Die Achsmuttern, das was du gerade festgeschraubt hast, musst du natürlich lösen. Das muss locker sein und dann nach hinten ziehen das Rad. Er braucht es noch, er braucht das Werkzeug. Machst du wieder ran. Junge. Aber. Wie gesagt, das Gute daran ist, hinterher könnt ihr mit so einem Ding umgehen, eventuell. Vielleicht. Handwerkliches Geschick haben die gar nicht. Das wird nicht. Jetzt musst du wieder umstellen. Ne? In die andere Richtung. Halt mal. Okay, recht. Andere Seite. Nur so ein bisschen. Ich komme ohne.
Reicht auch. Jetzt nach hinten ziehen. Das ganze Rad nach hinten ziehen. Bis die Kette straff ist. Nach hinten ziehen, weiß ich schon. Ja, und dann festmachen. Festhalten und festmachen. Eieieiei. Hast du umgestellt? Ja. Die Knarre. Genau, aufpassen, dass es in der Mitte ist, dass es nicht schleift am Bremsbelag. Ist auch nach vorne, oder? Und richtig fest machen dann. Richtig fest. Richtig fest. Haltung. Ja. Die meiste Kraft kannst du aber aufbringen, wenn du natürlich das irgendwie hier ansetzt und dann nach unten drückst. Ne? Dann geht natürlich besser. Aber es ist gut gemacht. Sonnenseite? Das ist halt schmerz. Heute beim Bremsen. Heute beim Bremsen passiert bei ihr Folgendes. Ist es ab. Es ist alles so gut. Jetzt sind meine Fummelei hier. Das ist viel zu locker. Oh. Ah Mann, du bist ja schnell. Oh, was kommt denn da? Papa. Oh, was kommt denn da? Was ist runterfallen? Mein Eis. Ja. Ist mir aus der Waffel sind mir meine Kugeln rausgefallen. Warum nimmst du mit Waffel? Weil ich schieben muss auch noch. Dreh sie mal um. Ja, dann lag das da. Hast du ein Eis? Nein. Du Papa, du darfst da eine Kamera essen. Die Kamera soll bei mir heute mitessen, nicht bei ihr. Das war der Wink, ich soll es lieber dabei belassen heute. Lieber Eis. Du hast es so gut in dem Wagen da. Du hast gesänftet. Na? Meister Chefi, ich habe meine Frage an dich. Ich habe ein paar. Ich hätte zum Beispiel Richie Excavator und so ein paar richtig gute Menschen. Ein paar Sattelstangen. Hättest du Interesse dran? Das ist aber so ein Zeug, was ich nicht unbedingt brauche. Ich hätte es auch echt billig gehen. Ja, musst du vorbeibringen, Mann. Den ganzen Trocken hier. Was ist, ich suche alles. Ich habe noch hier eine Rotor hier von. Mann, du baust ganz schön ab. Ey, mach doch mal was. Wie ich baue ab? Na, guck mal. Na, ich fresse halt nicht mehr jeden Tag die Wampe vor. Ja, aber du trinkst dafür zu viel. Nee, das ist Flüssigbrot. Ach Mann, hör doch. Ich habe noch nicht viel. Ey, was machst du denn? Dann ziehst du dir lieber ein bisschen. Naja, gut, guck. Bring das rum. Ich such das mal alles raus. Ich habe ein paar Seitenstangen. Richie, das. Dann noch das. Die ganzen Elemente. Ich glaube nicht, großartig viel Essen. Du willst immer essen? Ja. Ich hab mal die alle mühsame Alter. Ja. Manche hier, die Excavator, das sind Spezialteifel. Ja, man nimmt jetzt auch einen. Excavator von Richie. Ja, ich meine, du wisst, hier ist wenig Bedarf an so. Aber mach mal einfach, bring einfach rum und dann gucken wir mal. Ja? Ach, viel brauche ich nicht. Dann gebe ich mir einen Tag auch ein bisschen Fressen. Ist alles gut. Bring einfach mal vorbei. Bring vorbei. Okay. Aber das macht mir auch nicht. Halt durch! Mach's mal besser, mein Lieber. Ja, ich probier's. Aber das haben wir auch noch Gummi. Alle. Der ist total abgebaut, meine Fresse. Papa, ein Gummi. Ein Gummi ist alle. Kaugummi heißt das. Sag mal, Kau. Das war's? Das ist doch hier hinten weggeknüppelt. Nein, da kommt es eingelegt und dann hat mir ein Kumpel erklärt. Ja, aber hier ist schon jetzt ausgebrochen.
Deswegen werden die das getauscht haben oder was? Nicht. Das ist weggebrochen an der Stelle. Das ist zweifach geschraubt. Die haben hier hinten noch eine Beule dran auf der Seite, weil sie ja hier geschraubt und da geschraubt. Der ist halt Deko, wa? Komm mal. Na, Mama. Na, Mama haut nicht ab, brauchst keine Angst. Mama schließt nur an, guck mal. Sitzt da drüben, da kommt einer mit so einer Latzhose am Bier in der Hand, dachte, wir kennen uns doch. Der war schon halt besoffen, da dachte der eine, der auch von der drüben war, dachte, jetzt sitzt er bei dir hin, Gott sei dir voll, ich hab ihn ja nicht gekannt. Zeig mal, liegt der noch gar nicht da. Du hast so, so viel Zeit zum Vorbereiten. Ah, oh, entschuldige, ich wollte nicht deine Kunden. Nee, das ist alles deine in Kundin vor. Und für Wolfgang habe ich keine Geheimnisse. Vor alle Rolle. Also da war mal drin, dann ist jetzt kaputt. So. Kann ich jetzt nicht ganz genau einordnen. Ja, auf alle Fälle sind das Arbeiten am. Am Ehrenmal. Am russischen Treptower Park. Am Treptower Park, genau. Dieses Riesendenkmal, wo das Kind und russischer Soldat mit dem. Das ist ja das Kind. Wo der Tatkreuz zerschlagen wird. Genau. Ciao, ciao. Mhm. Okay. Ja, cool. Du bist ehrlich, was ist auch der Treptower Park? Ich hab den Denkmal noch nie gesehen. Was? Nee. Wieso gehst du denn da nicht hin? Ehrlich gesagt, ja. Wisst ihr, wo es ist? Das ist ein gigantisches Denkmal. Ja, das ist kannst, riesige... kannst du gar nicht vorbeilaufen. Komik, nein, ich hab das aber wirklich. Guck mal, wie groß der. Guck, hier. Ich sehe es. Das ist ja der ganze Park hier. Ist eigentlich. Das ist, wo der neue See damals war. Das ist ein See gewesen früher. Das weiß ich aber, wo der Denkmal ist. Ich bin nur mal am Wasser lang gekommen, Kommunale, aber. Also bitte. Das war der Anke, wo sie gehen und die Rettung mal anschicken. Naja. Okay. Und den hier, Otto Nagel, der alte Maler. DDR-Medaille. Otto Nagel kennt doch ja keiner mehr, ist ein DDR-Künstler quasi. Nein, war ja. Der war der Starkünstler in der DDR in den 50er, 60er Jahre. Genau. Das ist ein Ding, wa? Ja, kleine Auswahl heute, nicht so viele. Naja, ich habe aber hier auch noch eine. Ach so. Und dann habe ich noch eine Zeitung. Eine fliegende Blätter. Nee, das ist der Kämpfer von. Das ist aber von der KPD. Ja. Der Geist. Der Kap Litwitz. Lebt weiter. Neue Gefahren. Ja, gut. Da sind die abgezogen, die Putschisten. Ja? Und was ist los mit dir? Da war nochmal Stress auf heute. Naja, klar. Mhm. Ja. Immer dasselbe, wa? Immer dasselbe. Ach, okay. Die sind drauf gewesen damals. Haben sie nicht lang gefackelt? Da hat jener Stress gemacht. Zack, bumm, drin gehalten, nochmal, bumm, bumm. Wenn die angekommen sind damals, immer durchgezogen. Ja. Kann man sich heute ja nicht mal vorstellen. Ne? Nee, heute musst du erst mal fragen, ey Mann, können wir das nicht ausdiskutieren? Nee, haben sie damals nicht. Ey. Ein Glück, das war nicht in der Zeit, mein Leben. Ja, genau. Meine Fresse, ey. Da wurde recht von dir. Das ist ja, ob das von der rechten oder linken Seite kam. Das war ja. Das ist, ja. Menschenleben hatte nicht viel Wert. Das hatte nicht viel Wert. Nee, um Himmels Willen, ey. Ach, das ist eine Zeit. War Wolfgang. Hättest du dabei gestanden, wäre denen auch egal gewesen. Erste Reihe mit Krückstock hättest du keine Chance gehabt. Das war eine Zeit. 55, 56, war das da? Nee, 1920. Also 1920? Nee, ja. 55, 56 nicht, nee. 1920, noch ein bisschen früher. 50, 55, jetzt kann ich nicht sagen. Ja, in der Prager Frühling. Nee, Quatsch. Du meinst ja 17. Juni. 53. Also das war ja. Gut, das war ja, da war ja das. Aber das naja, wohl. Kann man nicht so. Das war nicht so, aber das war schon noch.
so war, das war noch so ein Protest in der Manier. Und der Blinker. Blinker. Ja. Ah, ja. Er wollte ja nochmal wiederkommen. Ah, ja. Guck mal, wegen der Sache. Aber der hast jetzt 20 Euro noch eben? Ja, 20 Euro, naja, hat mir was gebracht. Ja, 20 Euro eben, und das war erstmal wieder genug. Jetzt ist er wieder weg. Ja, ist ja hier was los hier. Ja, ich nicht so machen. Du hast ja hier wirklich ein Abenteuer. Alle nur du kennst ja hier. Ich könnte ein Buch schreiben. Thomas Rahns. Könnte sagen, die Bank von England. Genau. Unerschöpflich. Passt zum Rahmen. Genau. Ja. Was er halt unten im Keller hatte, der richtig der Schmutzstücke. Ist der Leon mit dabei, wollte ich nur noch mal sagen, und dann werden wir mal sehen, wie der sich macht morgen. Er ist jetzt erstmal hier, ich habe ihn bestellt, dass er 8 Stunden hier arbeitet, von 10 bis 18 Uhr. Das ist das erste Mal, dass ich ihn direkt zum Arbeiten bestelle, sprich, kriegt auch Geld dafür, ja, kann es ja nicht unentgeltlich machen, und ich werde mal sehen, wie er sich macht, oder ob er Bock hat. Das wird final die Entscheidung werden, ob ich, ob man, muss man mal schauen, wie sich das so anlässt. Schauen wir mal. Also, bis morgen. Ciao, euer Tommy. Ciao.